Warum bist du nicht glücklich, Hildegund, konfrontieren? Weil mir die Erregung abhanden kommt. Aber dies haben wir schon ein paar Mal weggewiesen. Ja. Also bitte, du bist ja wie ganz ohne Boden. Also, was ist es denn? Hildegund, ich wiederhole, ich guck nicht. Ja, sei gut, Hildegund, aber entschuldige mal, wie habe ich denn nicht bislang jedes Mal reagiert, wenn sie die abhanden kamen? Hildegund, habe ich denn nicht, als sie dir das erste Mal abhanden kamen, Hildegund? Und dich zum Ausgleich es dich nach einer öffentlichen Kopulation verlangt, habe ich denn nicht in der Umkleide eines renommierten Bekleidungsgeschäftes, aber dermaßen kopuliert, dass es den Sicherheitsdienst herbeirief. Ich gebe zu, das war ein köstliches Hausverbot bei Pico. Aber dann war sie ja schon wieder weg, Hildegund. Das kommt vor? Hildegund, entschuldige bitte, da, ich glaube, es gibt Korken für sowas. Also, Hildegund, beim nächsten Mal habe ich nicht selbst die Liebesschaukel montiert und aufgestellt, Hildegund. Das ist jetzt sehr ungerecht, Ernst-Rüdiger. Ich habe mich schon mehrmals für diesen Bandscheibenvorfall entschuldigt. Und darum geht es mir doch jetzt überhaupt nicht. Ich möchte aber bitte, dass du mir explizite, unverlässliche Angaben machst, wie viel Arbeit wir doch in dieses Erregungsthema stecken müssen. Das kommt mir langsam vor wie ein schwarzes Loch, Hildegund. Wirklich, also, da passt ja alles rein und es hat kein Ende, Hildegund. Was ist denn los? Also, wie oft denn noch, Hildegund? Nur noch dieses eine Mal, Ernst-Rüdiger. Mein Wort drauf. Mit Anfassen. Und dieses eine Mal noch. Ich nehme dich beim Wort. Gut. Einen noch. Ja. Ab dann ist dieses Thema ein solistisches. Deines. Einmal noch. Mach es doch nicht schlimmer, als es eben ist. Dann bringen wir es mal hinter uns. Was in drei Teufels Namen soll es also diesmal sein? Hildegund. Sag böse Dinge zu. Alle 7 Sekunden stirbt ein Kind. Doch nicht so etwas, Ernst-Rüdiger! Du sollst bewahrt werden! Was? Du sollst nicht ist dir das nicht oft genug, Hildegund? Werden dir 5 Sekunden lieber? Das ist nicht erregend. Das meinte ich jetzt nicht! Denn, du sollst mich erniedrigen! Du sollst mir schmutzige Wörter geben! Schmutzige Wörter? Ja! Ach! Ja! Na Gott, dann grinst es doch bitte von vornherein an! Hildegund, du kommst dann mit einem sag böse Dinge zu mir! Das ist ein weites Feld! Das ist ein weites Feld! Dass ich mich da verirre, wenn du mich nicht ein bisschen an die Hand nimmst! Gut! Und sagst, was du genau willst, bitte, Hildegund! Also, ja, jetzt habe ich es verstanden! Aber, Hildegund, das schmutzige das böse Dinge. Ist ein Terrain, Hildegund, das möchtest du betreten! Du machst den ersten Schritt auf dieses Feld, Hildegund! Ja! Ich war es nicht, Hildegund! Du bist unser Guide, unser Hildegund. Ja, ich bin noch bei Hildegund. Bitte schön. Dann soll es so sein, dann teile ich dir jetzt hin, Hildegund, dass du eine dreckige Fratze bist, Hildegund. Das ist ja nicht so, als ob ich das nicht wüsste, Hildegund. Ich weiß, was da zu tun ist, wenn es in diese Richtung geht. War das jetzt schon wieder alles? Wie alles? Dann kommt da nicht ein bisschen mehr? Du bist ein Versager! Ich dachte, wir sind fertig! Du sollst mich zum Höhepunkt bringen! Ja, so! Also noch... Da ist doch nichts drin! Also, ich brauch doch keine Literatur. Bist du eigentlich sicher, dass da deine Vagina drin steht? Nee, gut. Hildegund, über den Zustand deiner Vagina hatte ich dich ja
bereits ausreichend informiert. Ja! Können wir jetzt bitte weitermachen? Hildegund, dir ist aber schon klar, dass du mich ständig unterbrichst. Gut! Hildegund, ich versuche es gerade fort. Weil ich, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann kann ich es auch nicht visualisieren. Ich sehe es aber noch nicht, Hildegund. Ich sehe es. Gut. Und ich muss es sehen. Und um es auch bescheiden zu können, Hildegund. Also dann lass mich kurz. Es ist ja vielleicht auch wirklich mal an der Zeit, dass man dir mal die Wahrheit in dein dämliches Gesicht sagt. Scheiß gut. Ich muss mich gleich zu Beginn, muss ich mich dann doch ein bisschen korrigieren. Du bist ja eigentlich keine Scheißkuh. Du bist ja eigentlich eher ein Scheißvogel. Ja. Allein, wie du beim Mittagessen immer in deinem Salat herumpickst. Du pickst ja immer so in deinem Salat herum. Weißt du eigentlich, wie oft ich das Bedürfnis verspüre, einfach mal über den Tisch zu greifen und dein Gesicht in den Cola zu drücken? Wenn du dann den Salat herunterschluckst, der gerät ja aber dein ganzer Hals, der gerät ja aber völlig in Bewegung. Das sieht eigentlich jedes Mal aus wie so ein eigenes kleines Tier. Ich erwarte eigentlich auch jeden Mittag, dass sich dein Hals vom Rest deines Körpers löst, irgendwo in die Ecke hoppelt und dann den Salat alleine weiterbringt. Sehr froh, Hildegund, dass wir beide niemals Nachwuchs gezeugt haben. Ich bin absolut davon überzeugt, du hättest ihn nicht gesäugt. Du hättest ihm die Nahrung aus dem Kropf hoch. Weißt du eigentlich, Hildegund, wann es mir so richtig hochkommt? Nein! Wenn ich noch einmal eins von deinen Aquarellbildern. Also, Hildegund! Man muss Frigidität nicht noch auf Leinwand ausstellen, Hildegund. Weißt du, als ich dich damals kennengelernt habe, da habe ich deine absolute Talentlosigkeit, die habe ich ja irgendwie für beschützenswert gehalten. Ich habe, so ist es ja mit euch Schweinen, wenn man euch den kleinen Finger gibt, dann hilft ja das Ganze. Wieder in die Oper gehen.